Ach, da sind wir wieder nach dem Leck. Ui. Du bist natürlich 10 Meter weiter, oder? Die Zeit vergessen. Ja, nee, es hat mich so zurückgeportet oder so. Hopp, 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 hopp. Nein, hopp. Nein. Marco farmt Dirt, Marco farmt Dirt. So viel Dirt, das gibt's gar nicht. Yeah. Dirt, Dirt, Dirt. Hab ich euch befreit? Wer hast du befreit? Ich hab die Villager hier befreit, die saßen alle so fest und haben die ganze Zeit nur gepoppt miteinander und Kinder gemacht. Da sind gerade so 15 Testies irgendwie drin in der Stadt. In dem Haus gewesen. Na geil. So, ist hier noch was? Ah ja, da. Dann dörte ich mal weiter. Was die... Was ist hier... Der, Mann, ich will das nicht machen, Adam. Oh, ein kleiner Nachwuchsschmied. Willst du mir nicht ein bisschen hier so... 5 Doppelkisten Dirt oder so hercheaten? Dann kann ich das Loch zumachen. Oh, sorry, jetzt habe ich euer Haus hier kaputt randaliert. Oh, das ist Gravel. Gravel, Gravel, Gravel. Gravel, Gravel, Gravel. Gravel, Gravel, Gravel. Kies, Kies, Kies. Kies, Kies, Kies. Eingedeutscht, Mann. Eingedeutscht. Gravel, Gravel, Gravel. Muss alles deutsch sein. Na egal, gehen wir weiter. So, also, Mathe haben wir in die Richtung. Da lang, so hier circa. Aber wie gesagt, den besuchen wir mal, wenn er auch wieder da ist und auch in seiner City, aber er hat da eigentlich nichts gemacht. Das nichts. Ist wirklich nichts. Das Beste, was er hat, ist eine Holzpickaxe, glaube ich. Ja, er hat nichts gemacht. Nichts. Nichts. Das Einzige, was er macht, ist rumlaufen, den Server zum Laggen bringen und versuchen, Quests zu machen, die er nicht schafft. Oder? Habe ich es gut zusammengefasst? Ja. Danke. Und ja, Pesel ist, wie gesagt, noch viel, viel zu kurz bei uns. Läuft aber auch noch rum und macht die Quest mit Mathe. Ja, Mann. Wenn ich schon mal hier bin und so viel Clay ist, ich baue ihn mal ab. Ich muss schon sagen, Adam, trotz dessen läuft jetzt Millionaire besser wie vorher, oder? Dem kleinen Patchet, habe ich so das Gefühl. Nee, nicht wirklich. Also abgesehen von dem, dass der Bug ist und eine Stadt abschmiert und so, aber ja. Ja, ja, nee, nicht wirklich irgendwie. das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht so. Muss irgendwo Dirt farmen gehen. Ich jabber mir. Clay, hast doch riesige Berge, die verbuggt sind. Clay, Clay, Clay. Ja, du hast recht, ich habe so schöne Inseln, die könnte ich abbauen. Oh, das ist madig, da hinzukommen. Ja, muss ich mich hochbauen. Das passt, das passt. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Zack, 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 zack. Eigentlich müsste ich so einen Berg dann aushöhlen mal jetzt, weil wenn ich mir so eine Zwergenstadt baue, dann baue ich sowas. Dann dauert das 10 Jahre. Le 10 Jahre? Ja, ne, mit Adamantit geht das schon. Oder vielleicht finde ich auch mal so einen Atlarus und dann mache ich mit Tartarus oder wie das heißt drauf. Und dann fällst du in Lava. Halt so eine russische Schaufel und dann geht's schon. Ja, die Russen, die haben Technik. Die konnten sich nur nie weiterentwickeln. Ja, die haben. Alter, die haben. Die haben schon genug, du. What? So. Es wird ja gesagt, dass der. Wie heißt der? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Panzer von denen heißt. T90, oder? T90? Der neue, der kann, glaube ich. Es wird gesagt, dass der besser ist wie der Ami-Panzer. Der M. MA1. Oder? Ja, M2. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf Battlefield. Ich auch. Ja, das können wir auch mal machen, denn wir haben schon ewig nicht mehr. Ja, Battlefield ist voll zu so einem COD geworden, so einem Kiddie-Scheiß. Entschuldige, ich hasse COD. Ich schäme mich nicht dafür. Ich auch nicht. Schaut euch einfach das Video von Alter 4 Games an. Ja, genau. Er ist gut. Er hat recht. Der erklärt gut, warum wir es nicht mögen. Ja, also wir können es echt mal wieder spielen, aber so dieses Scheiß da, so ein Crossbow, mit dem du
mit explosiven Munition auf Panzer und Helikopter erschießen kannst. Keine Ahnung. Ja. Ach, das kann ja, ich aber anziehen. Ich meine jetzt so zum Beispiel so große Maps, Heli-Action und so, das wäre eigentlich ganz geil wieder. Ja, da können wir echt mal schauen. Ach, Brotbau nicht. Das brauche ich noch nicht. Das Leder, Gravel. Ja, das brauche ich auch nicht. So, wir brauchen Clay, wenn wir schon mal hier sind. Das nutze ich doch mal aus. Clay. Schon gefährlich hier oben, wo ich so bin gerade. Es tut mir leid, Marco, ich baue dir alle deine Clay-Vorkommen hier in der Nähe. Ja, ist nicht so wichtig. Gibt doch eh. Achso, nee, gibt's nicht. Ja, so, dieses Gebiet gibt's. Das abgefuckte. Dieses rote Gebiet. Ich würde da gern irgendwas haben, aber. Ja, da ist doch bei dir in der Nähe. Mathe ist doch gleich da um die Ecke. Mit Red Cobblestone-Ding oder was? Ja, ich habe da schon eins wieder abgebaut letztens. Hey, cool, ich will das haben. Ich mach die Wege daraus. Ist geil. Ja, aber die anderen Wege sind zum Laufen, gell? Wurscht, brauch sowas nicht. Ah, komm zu mir. Bei mir läuft man noch zu Fuß. Sagt der mich nicht besuchen kommt. Nein, beziehungsweise bei mir fährt man mit der Rail, okay? Da gibt's eine Trambahn in der Stadt, okay? Und die wird so sein, dass sie jede Minute überall an der Stadt mal ist. Ja, das verspricht die MVG in München hier auch immer. Siehst du mal. Okay, eine fliegende Insel abgebaut. Und das hat 21 dort gebracht. Yeah! Der Zeitaufwand war mal überhaupt nicht groß. Oh, da ist noch eine. Wir haben mehr Zeit. Zweifachinsel. Wie viel Clay habe ich? Oh, okay, das reicht. Was muss ich nochmal mit dem Gravel machen? Einfach in den Ofen stecken? Jo, und die erste Brennstufe. Nicht zweimal brennen, sondern einmal brennen. Cool. Coolo. Und dann muss ich ihn mit dem Meißel aber noch bearbeiten. Oh. Immer diese Arbeit. Okay, dann baue ich Gravel ab. Gravel ist cool, dann brauche ich nicht so viel Dirt. Wenn das deine Meinung auch alle zwei Minuten. Nein, ich brauche Dirt. Oh, Red Rock. Oh, Gravel. Oh, Dirt. Ich glaube, ich cheate so ein bisschen und mache einfach nur die obere Schicht Dirt und erleuchte unten aus. Ja, die sowieso keiner. Auch so gemacht. Eben. Ich werde es wissen. Kroatische. Like die kroatische Arbeit hier. Oh, da ist ein Ogre. Mir ist aufgefallen, Adam. Ein Ogre ist eigentlich voll cool für so einen automatischen Miner. Ich muss mal hier ein Screen hier machen von Mathe, so. Um ihn zu erpressen. Ogre, Miner. Achso, ja, aber der zerfetzt doch alles, oder? Oder Obsidian? Obsidian glaube ich nicht. Aber es ist ganz witzig, weil. Du kannst sie so quasi durch eine Höhle jagen und dann. Ist dann alles kaputt. Das stimmt. Das ist ganz witzig. Du kannst sogar mit ihm durch Wände gehen. Wenn du es richtig anstellst. Ja, mir hat ein Ogre mal alles zerfetzt in der Mine. Boom! Und dann alles im Arsch und alles kaputt und. Batatum und so. Das ist langweilig auf dem Wasser hier. Ich wollte mir einen Zeppelin bauen, jetzt weiß ich es wieder. Ohne dann fliege ich zu dir. Ja, stimmt, Zeppelin wäre ganz cool. Aber ich glaube, das ist sau hart zu machen. Ja, die Mats sind ein bisschen eklig, weiß ich noch. Also, bisschen. Richtig eklig. Schneit's bei dir auch gerade so krass? Bei mir ist ends der fette Schnee gerade draußen. Also, in real life, also, okay. Dieses andere Spiel. Das andere Spiel mit der schönen Grafik, oder? Ja. Bei mir schneit's auch richtig. Bitter. Weißt du, was das bedeutet? Iglo bauen! Iglo! Ich habe mir nämlich vorgenommen, dieses Jahr unbedingt ein Iglo zu bauen. Ich weiß, ich bin 25. Bin ich 25? Nee, 26. Nee, 25. Du bist noch 25. Ich bin alt, aber trotzdem, ich will Iglo bauen. Es muss Spaß machen. Es war früher voll toll, also es ist jetzt immer noch toll. Ich hoffe, es wird nicht so enttäuschend wie Fruchtzwerge. Was? Ach, egal.
Insider. Oh, irgendwas Cooles habe ich gefunden. Es laggt irgendwie, Marco. Es fängt an zu laggen bei mir. Laggt? Ja. Ich mach gar nichts. Es laggt. Infuscolium. Ja, ich weiß schon. Schade, brauchst einen besseren PC. Du kannst einfach nicht rendern und gleichzeitig aufnehmen, Adam. Das geht nicht. Es laggt immer schlimmer. Wie er sich hier einfach vor mich auf den Boden gelegt hat. Läuft so hin, haut sich auf die Fresse. Oh, ich hab das? Ratten im Haus. Ausleuchten war doch nie deine Stärke. Bitte. Ich hab es ist nicht, weil es dunkel ist, sondern es ist deswegen, weil da einfach zu viel Brösel auf dem Boden liegen. Ja, Adam, ich weiß. Könnte sein, dass du einfach mal... Hoppala, was da passiert? Ja. Hoppala. Hoppala, hoppala, hoppala. Ich weiß nicht, wie das mal... Rennt der schnell! Lauf, Adam, lauf! Da war schon wieder so ein Speed-Skelett, Marco. Die ohne Waffen. Wir sind ganz mies, du hörst nur so die Schritte. Dann kommt er so von hinten angerannt. Jetzt bin ich gerade in dem Red Rock Gebiet. Red Ridge Gebirge? Oder was? Nee, Red Rock. Rock, The Rock. The Rock. The Rock. The. Wayne The Rock Johnson? Wayne! Ich bin voll aktiv gerade, irgendwie fängt da an, der Kaffee zu rücken. Wo ist mein Flint? Da ist mein Flint. Wow. Habt ihr das gesehen? Da sind meine Saplings, okay. Oh ja, stimmt. Oh nee. Oh. Mist, oh, ich mache hier ich so solche so Monster-Jumps, ja? Ein Limettenbaum. Hätte ich mir rumgebraut und hätte Cuba Libre gemacht. Aus Limetten, rum. Nein. Aus Zucker, Rum, ich nicht. Und Limetten, Cuba Libre. Und Cola brauche ich natürlich auch, aber... Oh, das Dirt bräuchte ich. Ach, egal. Das ist für zukünftige Generationen hier. Ich lege gerade den Grundstein für die Brücke, für den Zug, die wir bauen müssen, damit ich zu dir komme. Adam, es ist sehr genehm, so ein Lagersystem. Das hat sich gereimt. Ich bin der neue Götter. Bitteschön. Ich bin zwar Elektrotechnik, aber bald werden wir eine künstlerische entscheidest Fähigkeit, du dich für unsere künstlerische Fähigkeiten ausweiten und durch unsere geistlichen... Achso, ich rede wie Mathe. Marco, üb schon mal deinen zukünftigen Job als Künstler. Ketchup oder Mayo zu ihren Pommes? Na warte, wie war das? Das war doch die Philosophen. Philosophie-Studenten. Ketchup oder Mayo? Entschuldige, falls du gerade ein Philosophie-Student zuschaut oder ein Kunststudent. Aber ihr seid so am Arsch. Ach ja, herrlich. Von Liebe alleine kann man nicht leben. Von Liebe allein kann man nicht leben. Ja, da hast du recht. Es tut mir leid, es tut mir leid. Wir machen nur Spaß. Da ist kein Fünkchen Wahrheit dran. Oh, nee. Mann. Spaß. Wir sind eigentlich schon gemein, gell? Ja, ich weiß. Aber was soll's? Jedem das seine.